jetzt gerade wieder, fangen wir trotzdem erstmal in der großen Wohnküche an, mit Fenster zum Innenhof. Fliesenspiegel, großer Wohnküchenbereich, ja, ideal von der WG, Nähe Steintor Campus. Fensterseitig in die große Wohnküche. Trotz dass es draußen regnet. Super hell. Wir kriegen halt langsam Herbst. Zum hatten wir zwar keinen. Also, dann geht es zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Nach der Wohnküche fangen wir hier links im ersten großen Zimmer gleich mal an. Sie sind super hell. Gegenüber kein Tor, gegenüber ist ein kleiner Parkplatz. Und dann kommt das nächste Haus. Schön weiter Blick hinten zum Wasserturm. Und durch den Parkplatz halt kein Haus direkt gegenüber, soll auch nichts gebaut werden. Trotz Regen super helle Wohnung. Das erste Zimmer durch. Dann geht es zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. An der Küche vorbei. Dann gehen wir hier links ins zweite. Alle drei Zimmer. Fast gleich groß, ein kleineres Durchgangszimmer als Wohnzimmer. Perfekt für eine Dreier-WG. Thank you.
super helle Wohnung, wo es draußen Dieselregen ein bisschen ist, aber geht's zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Dann geht's rechts zum Ausgang und Küche im ersten Zimmer. Zimmer als Durchgangszimmer mit Flügeltüren zum dritten großen Zimmer. Super helle Wohnung, trotz Regen. Wir haben einen schönen Blick auf die Flügeltüren. Fast gleich große Zimmer. Das hier hinten ist ein bisschen kleiner, aber genauso hell, genauso schön. Die anderen beiden. Ein direkter Blick hin zum Wasserturm, schöner Blick. Zimmer geht es ins halbe Zimmer zurück als Durchgangszimmer, ideal für ein Esszimmer oder Wohnbereich bei einer Dreier-WG als Gemeinschaftsraum. Aber mit wunderschönen Flügeltüren. Super hell, super freundliche Wohnung. Und dann sind wir durch die vier Zimmer auch schon wieder durch. Es fehlt das Wichtigste noch. Das liegt gegenüber dem zweiten Zimmer. Da haben wir leider kein Licht drin, aber ich zeige es Ihnen natürlich trotzdem. Hier ist das Wannenbad mit Anschlusswaschmaschine, aber schön großes Wannenbad. Aber ich gehe gleich mal nach hinten, da sieht man das besser. Vorhänge, WC, Handwaschbecken, Wanne mit Ablage natürlich oben.